Aber wir sind ja schon direkt davor. Gehen wir jetzt doch mal. Ah ne, du hast noch ein Gebiet dazwischen. Na gut, mehr Chancen auf Diebesgut. Und Harzapfel. Auch wenn wir noch nicht wissen, wo wir die Harzapfel abgeben müssen. Der Söldner der flammenden Faust hätte das bestimmt gewusst, aber man hatte ja nicht wirklich viel Dialogoption bei ihm. Das ist eine gute Stelle für einen Hinterhalt, ne? So ein Engpass zwischen zwei Gebirgen. Und da sind sie auch schon. Wow. Das sind ein paar mehr. Okay, was machen wir denn da mal? Hat sie noch? Nee, hat sie nicht. Er könnte jetzt zwar Schutz gegen Bösen machen, hat er ein bisschen mehr Rüstungsklasse. Aber in der Zeit, in der er das castet, könnte er auch einen von den Goblins einfach umbringen. Also nee, wir konzentrieren einfach unsere Angriffe auf den da. Und der läuft weg. Okay, nächster. Jetzt lasse ich einfach den Computer weiterarbeiten. Die haben ja alle ihre KI eingestellt. Oder sollten sie zumindest. Also, dass die drei halt in Nahkampf gehen und immer in schönem Fernkampf bleibt. Nee, lass den laufen. Geht auf den. Oh. Khaled, weg da. Komm. Ich muss sterben. Kritischer Treffer durch Helm abgewehrt, aber trotzdem 5 Schaden. Okay, heil dich mal selbst. Jahira, heil deinen Mann. Und komm, greif ihn an. So, Khaled lenkt die mal ab, dass sie nicht weiter auf Gerogon schießen. Jahira da. Und immer einen Helfer mit denen zu töten. So, die haben jetzt schön auf Schwerter gewechselt, das ist gut. Komm schon, Gerogon. Er läuft weg und hat einen Rücken zu dir gewandt. Ja. Oh, Khaled kriegt gut eins auf die Mütze. Warum greift Shahira nicht an? Hat sie etwa kein Skript? Skript? Keins, ups. Stellen wir sie auch mal auf Kämpfer aggressiv. Ich könnte sie auch auf Priester stellen, dass sie auch von sich aus heilt, aber ich habe da lieber selber Kontrolle drüber. Sonst macht sie das zum falschen Zeitpunkt und das wäre dann unpraktisch. So, rauf da. Uffala. Ja, das waren ein paar viele. Haben alle gut was abbekommen. Vielleicht haben sie dafür wenigstens was Ordentliches dabei. Die werden jeder ein Schwert, eine Rüstung und einen Helm dabei haben. Das ist schon mal gut, weil die Schwerter sind ein paar Goldmünzen wert. So, was haben wir noch? Oh, Zaubersprüche sind immer gut. Pfeile kann Imurin auch gebrauchen. Der Köcher ist schon wieder fast leer. Den hatten wir vorhin gerade erst mit 60 Pfeilen gefüllt, ne? So. Schwerter gehen wir mal zu den Kriegern hoch. Die können mehr tragen. So. Das ist aber auch schon an der Grenze. Okay. Khaled kann noch looten. 57 Goldmünzen. Wow. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. So, das müsste es aber gewesen sein. Was mit dem da oben? Laufe ich jetzt die ganze Zeit die Zickzack? Nee, den hatten wir noch nicht. Gut. Den aber. Ja, den hatten wir. So. Und es fängt an zu regnen. Super. Perfekter Zeitpunkt, um das Zelt aufzuschlagen. Hoffentlich werden wir nicht überrascht in der Nacht. Weil allzu viele Lebenspunkte haben wir nicht mehr. Also. Heil Khaled.
Heil Shahira. Heil nochmal Shahira. Und nochmal rasten. Ah. Naja. Warum macht Khaled jetzt nichts? Ah, der hat auch kein Skript. Ich dachte, ich hätte das alles schon eingestellt. Kämpfer aggressiv. Fertig. So. Tu was. Ja. Schon besser. Und bisher wurde auch keiner getroffen, also ist alles gut. Nur zwei Leichen mehr zum Plündern. Und mehr Erfahrungspunkte. Oh, und noch ein Zauberspruch. Schön, schön. Hat Shahira ihre Zauber bekommen? Nee. Also rasten. Naja, okay, wenn wir in einem Lager von Hobgoblins unser Zelt aufschlagen, ist es recht wahrscheinlich, dass da neue kommen, ne? Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich die Chance beeinflusst. Das heißt, wenn man in einem schwierigen Gebiet ist, ob denn die Chance wirklich höher ist, überfallen zu werden oder nicht. Aber das werden wir vielleicht im Laufe des Let's Plays nochmal genauer erforschen können. So, auf ein neues. Ah. So sehr ich euren Wunsch nach einem eigenen Weg auch respektiere, muss ich dennoch darauf bestehen, dass wir bald nach Nashkel aufbrechen. Das ist das, was sie vorhin meinte. Sie fängt irgendwann an zu drängeln. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr besonders viel Zeit, bevor sie die Gruppe verlässt. Wow, Kobolde. Sogar recht viele. Na gut, dann lassen wir das Rasten mal, außer wir bekommen jetzt zu viel Schaden und gehen gleich direkt weiter nach Nashkel. Komm, das sind noch Kobolde. Genau. Schnell looten und dann geht's weiter. So, und bei unserem Glück laufen wir jetzt direkt in eine riesige Patrouille von Banditen und haben keine Heilsauer mehr. Das heißt, wir könnten doch einfach abkürzen. Ja, das machen wir doch mal. Mit etwas Glück sind hier keine Banditen. Ah, anscheinend können wir gar nicht so sehr abkürzen mit dem Gebirge hier im Weg. Noch mehr Kobolde. Gehören die etwa zu den Banditen dazu? Das könnte natürlich auch sein. Das müssen ja nicht rein menschliche Banditen sein. So ein paar Kobold-Handlanger sind bestimmt praktisch. Ah, Gerugon bei Hälfte von Leben. Level Up dauert auch noch eine Weile. Ja, nach dem ersten Level Up dürfte es wesentlich einfacher gehen. Verdoppeln sich ja gleich die Lebenspunkte. Hm, hier ist wieder der Weg. Da wollten wir eigentlich nicht rauf. Und hier ist wieder das Gebirge. Oh. Ein See. Kreischlinge. Aber ganz schön viel los hier auf der Straße. Kreischlinge, Kobolde. Hier waren die Hobgoblins, Ogrillions. Die werfen uns ganz schön was entgegen. Oh oh. Ich glaube nicht, ich muss sterben. Nee, du musst nicht sterben. Du brauchst nur einen Heiltrank. Aber wenn wir davon nicht mehr. Oh oh. Das Spiel geht ja weiter. Ja, daran muss ich mich noch gewöhnen. Baldur's Gate wird ja immer automatisch. Also Baldur's Gate 2 wird ja automatisch immer pausiert, wenn man ins Inventar geht. Hier nicht. Oh, im Moment keine Pfeile mehr. Das ist gar nicht gut. Zumal sie auch keine... Oh, und sein Schwert ist gebrochen. Das ist auch nicht gut. Vielleicht sollten wir nochmal in die Stadt zurück. Obwohl Nashkel ist ja auch eine Stadt, der wird auch einen Händler haben. Weil sie braucht eine Nahkampfwaffe. Mehr Pfeile. Und wir müssen langsam mal die ganze Ausrüstung, die wir geplündert haben, verkaufen. Sonst sind wir total überladen. Gehen wir am See lang. Obwohl das gleichbedeutend ist, mit auf der Straße zu gehen, wie es scheint.
fasst mich nicht an. Ich könnte mir was einfangen. Nanu? Na? Wenn ihr hier nicht ein bisschen Farbe ins Spiel bringt. Kein schlechter Aufzug, den ihr anhabt. Nach so etwas muss ich mich auch umsehen, wenn ich das nächste Mal bei Lord Ribald zum Kostümfest eingeladen bin. Sehr schmeichelhaft. Da bin ich garantiert Stadtgespräch in Neverwinter. Oh, das ist Neverwinter. Wie das gleichnamige Spiel. Soll das heißen, dass ihr aus dieser fernen Stadt kommt? Solche Sachen sorgen mich nicht. Habt ihr Informationen über das Gebiet südlich von hier? Ich vermute, ihr meint den direkten Süden wie Nashkel und seine Minen? Nein, ich bin nie dort gewesen. Ich beschäftige mich mit entfernteren Zielen und bin wohl auch das ein oder andere Mal zur großen Stadt Azkatla gereist. Es lohnt sich, diese Stadt bei Gelegenheit einmal zu besuchen. Sehr wahrscheinlich, dass sie in Kürze schon ein sehr beliebtes Reiseziel sein wird. Aber das hilft euch jetzt natürlich nicht weiter. Tschüss. Ja, ich denke, das ist ein kleiner Spoiler von BioWare über das nächste Spiel. Also Baldur's Gate 2, das spielt ja hauptsächlich in dem Gebiet. Wäre lustig. Kann aber auch einfach nur ein bisschen Hintergrundinformation sein. So, jetzt sind wir aber einmal ganz durch und müssten jetzt nach Nashkel reinkommen. Ja, das schaut doch gut aus. Kobolde Nashkel. Na, mal gucken. Nachdem eure eilige Flucht aus Kerzenburg erst so kurz hinter euch liegt, scheinen die Unruhen an der Schwertküste für eure bereits angeschlagenen Nerven eine Zusatzbelastung zu sein. Gorion würde es aber nicht schätzen, wenn ihr untätig herumsitzt. Und die Untersuchung örtlicher Angelegenheiten wird vielleicht etwas Licht in eure eigene prekäre Lage bringen. Was der Eisenmangel oder der Aufruhr in den Minen von Nashkel mit euch zu tun haben könnte, ist euch allerdings ein Rätsel. Ja, das werden wir noch herausfinden. Hier sind noch mehr Söldner der flammenden Faust. Nee, ist ein amnischer Soldat. Okay. Der Söldner sah so ähnlich aus. Bardulan, gebt euch zu erkennen. Ich bin Gerugon und dies sind andere Abenteurer. Ich habe gehört, dass diese Gegend in letzter Zeit einige Schwierigkeiten durchlebt hat. Erlaubt mir, euch während unseres Aufenthalts zur Verfügung zu stehen. Das klingt doch gut. Wenn ihr Probleme lösen möchtet, seid ihr willkommen. Wenn ihr sie verursachen wollt, dann geht besser woanders hin. Wir haben gerade gesagt, dass wir helfen wollen. Die Lage hier ist nicht so gut, Gerugon. Wir werden euch keine Schwierigkeiten bereiten, dessen könnt ihr sicher sein. Hoffentlich nicht. In unser beider Interesse. Okay. Wir wollen uns aber erstmal ausruhen. Wirtshaus zu Nashkel.